Hallo Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Habt auch ihr manchmal WLAN-Probleme zu Hause? Habe ich auch. Aber dafür gibt es glücklicherweise Abhilfe. Und zwar in meinem Fall mit diesem Fritz Repeater, den wir uns heute einmal anschauen werden. Also, bleibt dran! Wenn auch ihr zu Hause euer Internet mit einer Fritzbox betreibt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, diesen schönen Fritz-Repeater zu verwenden oder auch irgendeinen anderen Repeater von Fritz. Die haben jede Menge verschiedene. Das hier ist jetzt der 300E-Repeater. Das Schöne an dem ist, der hat unten einen Netzwerkanschluss. Das heißt, ihr könnt diesen Repeater einerseits einfach als WLAN-Repeater verwenden. Das heißt, ihr verbindet diesen Repeater per WLAN mit eurer Fritzbox. Oder ihr schließt diesen Repeater direkt per LAN-Kabel, wenn ihr die Möglichkeit zu Hause habt, an eurer Fritzbox an. Und dann könnt ihr das WLAN-Signal, was ihr auf eurer normalen Fritzbox drauf habt, mit diesem Repeater auch ausstrahlen. Also ihn sozusagen als Access Point nutzen. Das heißt, ihr müsst nicht verschiedene Passwörter oder ähnliches haben. Ich laufe von einer Seite der Wohnung oder des Hauses zur anderen Seite und mein Handy macht mittels Roaming direkt den Verbindungswechsel von meiner Fritzbox auf den Repeater. Im ersten Schritt müssen wir diesen Repeater jetzt erstmal mit der Fritzbox verbinden. Das Schöne an dem Repeater ist, dass er vorne eine WPS-Taste drauf hat. Genau das gleiche hat meine Fritzbox auch. Dadurch können wir den Repeater jetzt erstmal sehr einfach mit der Fritzbox verbinden. Dafür werden wir den Repeater gleich erstmal in die Steckdose stecken, können einmal die WPS-Taste drücken. Genau das gleiche machen wir dann noch einmal bei der Fritzbox und der Repeater ist bereits in der Fritzbox hinterlegt. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, wie wir diesen Repeater mit der Fritzbox verbinden. So, ich nehme euch jetzt einmal direkt mit in meine Schaltzentrale, mein kleiner Serverraum, wie ich ihn so gerne nenne. Ich denke, das ist für so eine kleine Wohnung eigentlich schon ganz cool eingerichtet. Ich habe im Prinzip in der ganzen Wohnung ja schon Netzwerk verlegt. Das heißt, das sind hier meine Leitungen, die sich dann in der Wohnung verteilen. Ich habe mir das hier direkt einfach mit Netzwerkdosen gemacht, weil ich dachte, bei 4 Netzwerkanschlüssen, da ist so ein kleiner Patch-Schrank wahrscheinlich doch ein bisschen überdimensioniert. Deswegen habe ich das so gemacht. Das funktioniert auch alles ganz gut. Und wir haben hier unseren Repeater. So, um den Repeater jetzt mit der Fritzbox zu verbinden, wollen wir den Repeater einmal in die Steckdose stecken. So, jetzt warten wir einmal kurz, bis er sich eingekriegt hat und die Power-LED durchgehend leuchtet. Jetzt werden wir die WPS-Taste einmal 6 Sekunden circa gedrückt halten. So, jetzt sehen wir auch gerade schon schön, wie alles einmal am Blinken ist und sich der Repeater jetzt gerade mit der Fritzbox verbindet. Der Repeater hat jetzt natürlich selber auch noch relativ lange mitgeblinkt, weil der Repeater jetzt natürlich dadurch, dass die Fritzbox im WPS-Modus gewesen ist, war der Repeater natürlich, weil er verbunden war, auch im WPS-Suchmodus, deswegen hat alles geblinkt. Jetzt leuchtet alles, jetzt ist der Repeater mit der Fritzbox verbunden und wir können auch die Benutzeroberfläche aufrufen, um den Repeater korrekt einzustellen und dann nutzen wir ihn später per LAN-Kabel. Wir können den Repeater jetzt auch einfach nehmen und in eine beliebige Steckdose reinstecken. Er ist jetzt angeschlossen. Wenn man ihn ohne LAN-Kabel verwenden will, dann kann man ihn jetzt theoretisch einfach rausziehen und irgendwo in der Mitte des Hauses oder der Wohnung, da wo man halt die Verbindungsverlängerung haben möchte von dem Netz, zum Beispiel vom Erdgeschoss in die erste Etage, da kann man ihn dann einfach in eine Steckdose stecken und er ist jetzt schon komplett gekoppelt mit der Fritzbox. So, um die Einstellung jetzt noch einmal zu prüfen, würden wir einfach einmal die Benutzeroberfläche von unserer Fritzbox aufmachen. Hier in meinem Fall ist sie jetzt schon offen, also ihr seht das ganz einfach. Ihr gebt oben in die Adresszeile einmal ein fritz.box, drückt Enter, dann landet ihr auch schon auf der Anmeldemaske von eurer Fritzbox, meldet euch dort einmal an und dann seid ihr schon direkt in dieser Benutzeroberfläche. Hier könnt ihr dann einmal auf Heimnetz klicken und dann noch einmal auf Mesh und dann werden euch auch die aktuellen Verbindungen mit eurer Fritzbox angezeigt und hier sehen wir jetzt auch schon den WLAN-Repeater, den wir gerade eingerichtet haben. In meinem Fall seht ihr jetzt auch schon, dass hier eine LAN-Verbindung besteht zwischen der Fritzbox und dem Repeater. Das hatte ich ja eingangs gesagt, dass ich diesen Repeater gerne als LAN-Brücke nutzen will. Also sprich, der Repeater ist mit einem LAN-Kabel verbunden mit der Fritzbox und erweitert sozusagen an der Stelle, wo er angeschlossen ist, das WLAN-Netz von meiner Fritzbox. In meinem Fall ist das eine Etage tiefer und deswegen habe ich das auch mit LAN angeschlossen in diesem Fall. Also wie ihr seht, die Einstellungen haben sich ganz normal
von alleine automatisch hier gezogen. Die LAN-Verbindung hat sich ganz automatisch eingestellt auf dem Repeater, in dem ich das Kabel reingesteckt habe. Sollte es dort Probleme geben, könnt ihr natürlich jederzeit auch einmal noch auf die Benutzeroberfläche von eurem Repeater gehen und könntet dort auch die Anschlussmöglichkeit ändern, zum Beispiel von LAN-Brücke auf WLAN-Brücke. Das war es jetzt auch schon gewesen mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!